Liebe Räuber und alle, die es werden wollen, wenn ihr Desperados 3 und Shadow Tactics liebt, dann werdet ihr auch gern Rogue lieben. Wir spielen ein neues Spiel. Wir nennen uns selbstverständlich Tegli und wir spielen auf der höchsten Schwierigkeit und starten direkt rein. War. Senseless slaughter, lasting for decades, cannot but disfigure our whole world. The war turned the state into an ideal conveyor belt for turning people into cannon fodder. We didn't even notice how slogans overshadowed feelings. Orders replaced logic. Doubt became betrayal, and ideology became truth. It's the perfect time for the reign of hypocrisy and lies. But at the same time, I feel that the state is declining. Hunger, disease, suffering, and death. That's all I see around me. For me, sneaking around the streets at night in search of food has already become a habit. Although this time, I decided to act big. Wir werden großartig handeln und unseren ersten großen Raubzug starten in einer Metzgerei. Eine Metzgerei am Rande des Armenviertels der Stadt. Der Besitzer ist ein unhöflicher, fieser Typ, der Fleisch von ähnlicher Qualität verkauft. Aber wegen der erstaunlich günstigen Preise ist der Laden im ganzen Viertel sehr gefragt. Die Kasse in der Metzgerei muss überfallen werden und dabei müssen wir mindestens Waren im Wert von 75 Dollar ergaunern. Und hier beginnen wir mitten in der Stadt. Und das hier ist die erste Mission. Ich habe die erste Mission schon gemacht, weil es so ein bisschen tutorialartig ist. Ihr seht hier Fragezeichen auf den Boden. Da kann man entsprechend Tipps sich einholen und erfahren, wie das Spiel funktioniert. Wir machen das so ein bisschen gemeinsam und ich zeige euch das Spiel und zeige euch auch, wie das Ganze hier so abläuft. Damit wir jetzt hier auch gemeinsam das Spiel erkennen können und erfahren können und uns gemeinsam anschauen können, was dieses Spiel so zu bieten hat. Es gibt überall Loot zu finden, außerhalb von Gebäuden und innerhalb von Gebäuden. Es gibt Personen, mit denen nicht interagiert werden kann. Es gibt auch Personen, mit denen wir interagieren können, wie zum Beispiel das Mädchen. Es ist keine Bedrohung. Das lassen wir aber mal, denn wir wollen so unentdeckt wie nur möglich bleiben, auch wenn sie im ersten Augenblick keine Bedrohung darstellt. Es gibt hier gerade zu diesem Zeitpunkt zwei Wachen, die hier herumpatrouillieren. Die haben einen Sichtkegel, wie wir es kennen, zum Beispiel aus Desperados 3. Und wenn wir dort drin sind, dann sehen sie uns und nehmen die Verfolgung auf. Und um sie herum gibt es auch nochmal einen Kreis, wo sie laute Geräusche hören würden. Und wo sie uns auch spüren würden, wenn wir dort in der Nähe sind. Also da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier wegschleichen können aus seinem Sichtkegel. Das hat geklappt. Und dann gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, im Spiel voranzukommen. Und die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich, hier einfach mal einzubrechen in einem unverschlossenen Fenster. Das ist noch nicht die Metzgerei, aber wir wollen ja Waren im Wert von 75 Dollar stehlen. Und deswegen lohnt es sich jetzt hier erstmal alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Wir haben jetzt unter anderem auch eine Brechstange hier gerade gefunden. Die können wir gleich gewinnbringend einsetzen. Und zwar, um diese Tür hier zu öffnen. Da müssen wir aber ein bisschen drauf achten, denn das macht Lärm. Und wir sehen jetzt hier einen Kreis. Alle, die hier in diesem Kreis stehen, würden hören, dass wir uns hier gerade an dem Schloss ja versuchen. Aber es hat alles funktioniert. Es war ja niemand in der Nähe. Und wir können jetzt hier weitere Sachen aufheben, zum Beispiel auch weitere Brechstangen. Das ist eine sehr rabiate Methode, um Schlösser zu öffnen, die man sonst nicht geöffnet bekommt. Aber es ist eine sehr, ja, eine relativ günstige Methode, die man eigentlich so ganz gut angehen kann. Wir können jetzt hier verschiedene Dinge noch öffnen und alles leeren. Hier gibt es noch eine Möglichkeit, den Schreibtisch aufzuknacken. Da warte ich aber nochmal ganz kurz, dass dieser, ja, Wachmann hier weg ist. Wir können jederzeit auch pausieren. Also eine Pausefunktion gibt es auch jederzeit während des schweren Vorlaufs. Dass wir auf schwer spielen, das bedingt vor allem die Reaktionszeiten der Feinde. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, insbesondere
wie lange sie an bestimmten Orten verharren und auch, wie schnell sie uns bemerken. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. So, wir finden ein paar Lebensmittelmarken, schwarzen Pfeffer und ein bisschen Geld, haben jetzt schon unseren, ja, Soll erfüllt, müssen aber noch unser Hauptziel erfüllen, und zwar die Kasse der Metzgerei zu öffnen. Das Ganze hier ist angedacht als ein angespielt Format. Ich würde mal behaupten, wir machen mal so drei Missionen. Wenn ich merke, dass ihr besonders viel Spaß an dem Spiel habt und es euch sehr, sehr gut gefällt, dann können wir auf jeden Fall nochmal schauen, dass wir weitermachen. Aber jetzt von mir aus ist das jetzt erstmal so angeplant, dass wir drei Folgen machen. Hier können wir jetzt Taschendiebstahl versuchen an der Wache. Da wir auf schwer spielen, haben wir nur ein ganz kleines Zeitfenster, in der das funktioniert. Wir haben es geschafft und jetzt sind wir ganz knapp rausgekommen aus dem Sichtradius oder aus dem Bemerkradius des Feindes. Da sehen wir nochmal diesen Kreis in gestrichelter Form. In diesem Umkreis bemerkt er uns, wenn wir zu lange uns dort aufhalten. Jetzt können wir einmal in die Metzgerei einbrechen und dafür müssen wir auch nochmal die Brechstange benutzen. Deswegen warte ich nochmal ein bisschen kurz, bis er hier vorbei ist. Und dann öffnen wir hier die Tür mit der Brechstange. Ich habe übrigens nur diese Mission hier bereits gemacht, einfach um schon mal die Grundmechaniken zu lernen, dass wir jetzt wirklich auch kein Tutorial gemeinsam machen müssen. Aber alles, was danach kommt, das habe ich noch nicht gemacht und da schauen wir gemeinsam rein. Und auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, ich habe dieses Spiel hier kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Askeladd Games, das ist der Entwickler und Publisher dieses Spiels, und tatsächlich habe ich vorher von diesem Spiel noch nichts mitbekommen und hatte dann die E-Mail bei mir im Postfach und habe mich sehr darüber gefreut, insbesondere weil ich, als ich mir dann das Spiel angeschaut habe, gesehen habe, dass es wirklich was für uns ist, weil ich solche Spiele in dieser Art sehr gerne mag, gerade auch Desperados 3 habe ich sehr, sehr gerne gemocht. Wir sehen jetzt hier den Metzger, er ist zu Hause und auch bei ihm müssen wir so ein bisschen aufpassen. Er kann uns natürlich hören und er kann uns verraten und er kann uns auch verdreschen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir ihn jetzt hier umhauen dürfen, nein, wir müssen das Ganze hier friedlich machen, jedenfalls in dieser Mission. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, was wir machen. Ich habe jetzt auch abgebrochen, aufzubrechen, weil er sich jetzt wieder hier hingestellt hat. Er geht jetzt hier gleich wieder seine Runde und setzt sich dann wieder an seinen Schreibtisch. Das Perfide ist, er hat einen Schlüssel an seiner Tasche dran und auch ihm müssen wir gleich mit Taschendiebstahl den Schlüssel rausziehen. Und das ist deshalb so gefährlich und so, ja, so ekelhaft, sage ich fast schon. Weil er nicht lange dort sitzt. Es könnte sein, dass es nicht klappt. In meiner allerersten Runde eben habe ich es nicht beim ersten Mal hinbekommen. Dann gehen wir jetzt schon direkt hier rein und geben jetzt direkt den Befehl des Taschendiebstahls, dass wir wirklich sofort reingehen können, eben da stehen können. Es gibt ja auch Dinge, die wir noch plündern könnten. Das lassen wir aber. Das lassen wir aber. Wir haben jetzt sowieso schon $161 an Waren gestohlen, viel mehr als wir brauchten. Wir haben jetzt gleich noch die Kasse, das sollte auf jeden Fall reichen. Und wir schließen jetzt mal hier die Tür auf mit dem Schlüssel. Sehr schön. Das Spiel macht einen sehr, sehr schönen Eindruck, einen schönen Ersteindruck. Es funktioniert wirklich alles wunderbar. Es hat die Elemente von Desperados 3, Shadow Tactics und die ganzen coolen Spiele von Mimimi Games sehr gut übernommen, wie ich finde. Es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und es sieht auch schön aus. Das Spiel ist ein Indie-Spiel. Das bedeutet, dass es nicht ganz so viele, ja, Möglichkeiten leider gibt für die Entwickler, hier ja großartig Geld rein zu investieren in das Spiel. Das heißt, den ein oder anderen Asset werdet ihr wahrscheinlich auch aus einem anderen Spiel kennen und die deutsche Übersetzung ist eine automatisch generierte Übersetzung. Ich finde das aber ganz cool, dass das auch öffentlich so gezeigt wird und angekündigt wird, dass das hier alles generisch übersetzt wurde und kein professioneller Übersetzer hier dran hing.
das zeigt einfach nochmal, dass das Studio definitiv dazu bereit ist, in den Diskurs zu gehen, transparent und offen zu zeigen, wie sie gearbeitet haben. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und im Endeffekt sind wir dann natürlich auch froh und glücklich, dass wir überhaupt eine deutsche Besetzung haben. Das ist ja sehr häufig nicht der Fall. Und wenn wir von vornherein wissen, es kann Fehler geben, dann kann man diese Fehler auch definitiv übersehen und muss sie nicht zu ernst nehmen. Wir plündern jetzt ganz schnell hier die Kasse. Nehmen das Geld raus, $52. Und bewegen uns jetzt ganz schnell raus, damit der Metzger nicht nochmal runterkommt. Und jetzt kommt der schwierigste Part. Wir müssen in die Extraktionszone. Wir sehen hier die Karte. Hier war das Gebäude, wo wir eingebrochen sind. Da können wir rein, deswegen die Schattierung. Und hier war das Metzgergebäude. Jetzt müssen wir hier raus oder hier raus. Und wir haben auch gesehen, dass sich jetzt hier die Wachen bewegt haben. Es gibt jetzt vielleicht kurz die Möglichkeit, hier durchzuhuschen. Das war wirklich lucky. Wie gesagt, ich habe schon gespielt und das war für mich ganz, ganz schwierig, hier den perfekten Zeitpunkt zu finden, weil die jetzt nämlich nur noch hier hin und her patrouillieren. Und ihr seht das bereits, wie schwierig das ist, dann hier einen richtigen Weg zu finden. Da hatten wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Das nehme ich mit. Und wir haben damit jetzt schon das Tutorial abgeschlossen. Super, super cool. Wir haben 9 Minuten dafür gebraucht. Und jetzt kommt ein wichtiger Clou des Spiels, was ich sehr, sehr cool finde. Je nachdem, wie du spielst und wie du vorgehst, skillst du dich und deine Fähigkeiten. Wir haben jetzt einmal Taschendiebstahl gemacht, deswegen bekommen wir hier, beziehungsweise zweimal, wenn wir den Schlüssel mitnehmen, deswegen bekommen wir hier bei Taschendiebstahl 5,9% Punkte. Grober Einbruch ist halt alles, was mit der Brechstange ist, wo wir laut sind, wo wir nicht groß im Schatten agieren. Da haben wir 6,5% dazu bekommen. Und diebisches Geschick, ja, ist allgemein so, was wir mitgenommen haben und so weiter, 6%. Das finde ich ziemlich cool, dass es hier auch dieses Skillsystem gibt. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und jetzt starten wir rein in noch eine weitere Mission, die ich tatsächlich selbst noch nicht mitbekommen habe. My first outing was surprisingly successful. Now I can live for a few more days without annoying thoughts about hunger and death. Half a year ago I worked as a technician at a factory. I was an exemplary family man and an activist, and my head was full of shit. Slogans, chants, patriotism, and willingness to give my life for the good of the state. In general, I lived in blissful ignorance. But one ridiculous mistake, and my whole world collapsed. Suspicion of subversion and espionage. Daily interrogations. Suspicious looks from others. It was only thanks to chance and good characteristics that I was able to avoid prison, but this did not save me from being fired with the lifelong stigma of unreliable element. All my slogans and chants were shattered, barely colliding with the reverse side of our state. I lost everything. My job, apartment, and status. That's when Carl came into my life. Thanks to him, I was able to get back on my feet and somehow adapt to life in the slums. So, unexpectedly for myself, I embarked on the path of a thief. Der Weg des Diebes wird wahrscheinlich sehr häufig durch blöde Schicksalsschläge und Gegebenheiten eingeschlagen, die sich die wenigsten gewünscht hätten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Kapitel 1, erste Schritte. Jetzt sind wir aus dem Tutorial raus. Jetzt geht's richtig rein in das Spiel. Und wir machen jetzt noch eine Mission. Und dann wird es noch 2 weitere Folgen geben, wo wir jeweils noch eine Mission machen. Sollte es richtig gut bei euch ankommen. Ihr solltet Kommentare schreiben und Likes geben und so weiter und so fort. Dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir noch ein bisschen weitermachen. Aber das ist erstmal angeplant.
Beatrice Brief. Hallo Jack. Also Jack ist unsere Figur. Es tut mir leid, dass du alles aus einem Brief erfahren musst, aber ich konnte dir nicht alles persönlich erzählen. Ich habe schon lange genug von diesem Leben. Wir sind von einem Pöbel umgeben, der sich weder um das Schicksal der Partei noch um das des Staates kümmert. Ich spüre, dass ich zu mehr fähig bin. Der Staat braucht die Hilfe eines jeden von uns. Deshalb habe ich heimlich bei Ihnen einen Antrag auf Versetzung in ein Frontkrankenhaus gestellt, der bereits bewilligt worden ist. Wenn ihr diese Zeilen lest, bin ich wahrscheinlich schon auf halbem Weg zum Krankenhaus des Heiligen Beschützers. Zunächst werde ich als Krankenschwester arbeiten und wie es weitergeht, wird die Zeit zeigen. Ich hoffe, du verstehst mich eines Tages. Liebe Beatrice, ist das unsere Frau? Könnte sein. Wir gucken mal, was wir hier noch looten können. Wir können hier diesen Ofen öffnen, das machen wir direkt. Leere. Ja, vielen Dank für nichts. Gehen wir hier rein und hier haben wir Konserven. Wir haben einen Dietrich, sehr gut. Das gefällt mir. Wir gehen nochmal kurz zurück. Hier ist so ein Kleiderschrank, er ist entsperrt. Und da ist auch nichts drin. Dann gehen wir nochmal hoch. Da scheint ja hier unser eigenes Gebäude zu sein. Okay, da ist auch nichts. Können wir hier eigentlich rausspringen? Nein, können wir nicht. Wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus und sollen ja hier mit Karl reden. Aber ich sehe hier noch weitere Gebäude. Und hier ist die Tür auch offen. Dann gehen wir mal rein. Oh, das ist ein... Oh, das ist eine Toilette. Ja klar, Lebensmittelmarken auf der Toilette gelassen. Der hier Durchfall hatte, hat sich gesagt, nee, diesen Schund esse ich nie wieder. Ich lasse meine Marken gleich hier. Sehr schön. Und hier ist auch die Tür nicht abgeschlossen. Das heißt, wir gehen mal rein. Ich schätze mal, das gehört dann auch alles uns noch hier. Wir nehmen mal ein bisschen Schrott mit. Wir nehmen mal noch ein bisschen mehr Schrott mit. Und hier die Konserven. Und noch mehr Konserven. Und dann haben wir noch eine Brechstange hier. Sehr cool. Schwarzer Pfeffer. Und dann gibt es hier eine Werkbank. Gehen wir mal ran. Und hier können wir aus Metallschrott Dietriche herstellen. Ja, machen wir sofort. Ich meine, Dietriche werden wir immer brauchen. Damit sind wir auch schön leise. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und dann gehen wir mal raus. Und... gucken mal, ob wir bei Karl auch ins Haus kommen. Kommen wir sogar. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir kriegen können. Aber hier ist nichts gehighlightet. Das heißt, hier können wir nichts holen. Okay, alles klar. Mein lieber Karl, du weißt doch, das tötet Menschen. Hallo Jack, wie ich sehe, sind Sie nicht mit leeren Händen gekommen. Warte, was ist das für ein Geruch? Du stinkst schlimmer als sonst. Ja, wir waren gerade auf der Toilette. Nun, ich war nachts beim Metzger. Du weißt schon, was er verkauft. Jeder weiß davon. Der faule Geruch in der Nähe seines Ladens ist mit nichts zu verwechseln. Übrigens gibt es einen Wunsch, heute Abend noch einmal spazieren zu gehen. Und warum gerade heute? Es wurde gemunkelt, dass heute Abend die Schlachthofarbeiter zu den Arbeiten zur Veredelung des Friedensplatzes geschickt werden. Bald haben wir einen Tag der Einheit, die Vorbereitungen für die Feier laufen auf Hochtouren. Verstehst du, was ich meine? Klar. Das ist eine großartige Gelegenheit, um durch die halbleere Nachbarschaft zu schlendern. Richtig. Aber trotzdem kann es dort gefährlich sein. Deshalb möchte ich dir einen Trick zeigen, um Gegner abzulenken. Er holt einen Sprengkörper heraus. Das ist eine Pfefferbombe. Meine eigene Erfindung. Nun nicht ganz eine Bombe, eher ein Feuerwerkskörper. Aber wenn sie ins Gesicht fällt, wird es keinen Spaß machen. Ja, wenn das ins Auge geht. Und wir können entweder $50 zahlen oder ihm später mal einen Gefallen tun. Wir werden ihm irgendwann mal einen Gefallen tun. Wir wissen ja noch nicht, was wir mit dem Geld anstellen können. Ich erinnere Sie noch einmal daran, dass Sie 2 Portionen brennenden Pfeffer, etwas Schrott und eine Dose Konserven benötigen. Die Hälfte der Konserven muss man essen. Für einen präzisen Wurf brauchst du alles, was du brauchst. Okay, alles klar. Erstmal Popeye machen, den Spinat zur Hälfte auskippen und dann präzise werfen. Die andere Hälfte für eine bessere Klebrigkeit der Pfeffermasse im Glas.
Für die Herstellung von Bomben kannst du immer meine Werkbank und Werkzeuge benutzen. Die Werkbank steht in der Scheune gegenüber, da waren wir gerade. Aber denken Sie daran, dass Bomben eine einfache Möglichkeit sind, Probleme zu lösen. Und wenn sie zu oft benutzt werden, kann dies die Entwicklung deiner diebischen Fähigkeiten beeinträchtigen. Obwohl einige Streifenpolizisten eine Pfefferbombe im Gesicht verdienen. Danke, Karl, ich denke, ich kann deine Bomben sehr gut gebrauchen. Okay, haben wir was zum Verkauf mitgebracht? Ja, haben wir. Und wir gucken mal, was wir verkaufen können. Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge Schrott. Wie eben hatten wir doch nicht so viel, oder? Wir konnten nicht so viele Dietriche eben machen. Ist aber eigentlich alles in Ordnung. Bier, Konserven. Hier können wir... Ach nein, guck mal. Hier sind die Sachen, die wir kaufen können. Okay, ich dachte gerade, warum haben wir so viel Metallschrott? Geschmolzenes Fett kann zum Schmieren von Schlössern verwendet werden. Dadurch wird der Lärm reduziert. Und das sollten wir mal mitnehmen. Das kaufen wir mal. Lebensmittelmarken brauchen wir nicht. Konserven, Metallschrott haben wir alles. Bier haben wir auch. Nee, das brauchen wir nicht. Aber wir können Sachen verkaufen. Alle unnötigen Wertsachen schon mal. Sehr gut. Scharfen Pfeffer brauchen wir gleich, um Dinge herzustellen. Und das können wir alles zum Basteln von Gegenständen benutzen, also Crafting-Gegenstände. Dann lassen wir das mal. Dann behalten wir das mal und gehen direkt rüber. Nochmal hier zur Werkbank, das ist klar. Und gucken mal, ob wir jetzt so eine Pfefferbombe herstellen können. Eine Pfefferpetarde. Zwei Stück können wir herstellen. Machen wir auch. Dann stellen wir sie her. So. Haben wir gemacht. Noch eine bitte. Sehr schön. Weiß zwar noch nicht, wie wir sie nutzen können, aber das nehmen wir mal mit. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wo müssen wir hin? Hier gibt es auch nochmal einen Händler. Ich glaube, wir brauchen nichts kaufen jetzt zu Beginn. Ja, und das sind die Orte, wo es hingeht, aber wir wissen nicht, wo es wohin geht. Ich laufe erstmal hier zum erstbesten Ausgang. Hier gibt es auch Bettler und Leute, mit denen man reden kann. Wir gehen erstmal zur nächsten Mission. Ah, okay. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, wo wir uns hinbewegen können. Metzgerei. Waren wir schon. Ich habe dort nichts anderes zu tun. Steht auch bereits dort. Und hier steht Schlachthofviertel. Ein Viertel, also da sollen wir hin laut Karl, ein Viertel, das fast ausschließlich aus Wohnheimen und Baracken besteht, die speziell für die Arbeiter der örtlichen Schlachthöfe gebaut wurden. Das Herzstück des Viertels ist die Fettfabrik. Sie ist für die Verarbeitung von Fett und Speck von geschlachteten Rindern bestimmt, während das Fleisch und die Häute hauptsächlich exportiert werden. Ja, ich weiß auch schon wohin. Zur Metzgerei. Anzahl der Personen mehrere, Sicherheitssysteme keine, Tresore keine, Hunde 2 bis 4. Reisen wir mal hin, wir bleiben auch schwierig, Tasche, wir nehmen natürlich unseren Dietrich mit, 2 Dietriche, eine Brechstange. Können wir nicht unsere Patronaden mitnehmen? Ja, hier. Geschmolzenes Fett und die Pfefferbomben nehmen wir auch mit, ist ja klar. Spezialisierung. Wir können beliebig oft speichern, genau. Wie wir es auch aus Desperados 3 und ähnlichen Spielen kennen, sollte man in diesem Spiel so häufig wie möglich speichern. Es gibt einen Quickslot F5, wie wir es aus diesen Spielen auch kennen. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und hier sehen wir, dass einige unserer Gegenstände repariert werden, wenn wir aus der Mission zurückkommen. Das sollten wir auch nehmen. Und dann gehen wir direkt rüber. Zum Schlachthofviertel. Dadurch wird das Spiel automatisch gespeichert. Das gefällt mir sehr gut. Und wir sehen nochmal ein paar Informationen. Den Text haben wir gerade schon gelesen. Aber wir sehen jetzt auch, wir sollen $120 stehlen. Und sollen in alle verfügbaren Häuser einbrechen. Das ist das optionale Ziel. Ja, werden wir machen, wenn wir es denn können. Wir spielen auf schwer, das bedeutet, uns wird es sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schwerer gemacht. Wo können wir denn rein? Ich drücke mal Alt, ich sehe hier nicht, dass wir hier rein können.
Aber hier drüben könnten wir rein. Nee, ich glaube auch nicht. Ich drehe hier einmal kurz um. Ja, hier könnten wir das Fenster aufbrechen, aber hier ist ein Hund. Hier auf dieser Seite könnten wir auch ein Fenster aufbrechen. Dann lass uns das mal machen. Dann beginnen wir mal hiermit. Aber es gibt hier einen Hund und der hat auch erhöhte Wahrnehmungsfähigkeiten. Ja, okay, ist ja auch ein Hund. Bleib du bitte dort stehen. Ja, können wir hier schon rein? Die große Frage aller Fragen. Ich würde hier gerne einmal rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir hier hinrennen können. Und das einmal aufhebeln können. Ja, scheint zu klappen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann gehen wir rein. So, dann gehen wir hier einmal rein. Und der Hund sollte uns eigentlich in Ruhe lassen. Ich gucke mir das einmal kurz an. Wie das ist, wenn wir hier am Fenster stehen. Bemerkt er uns dann hier? Kann er uns riechen? Nein, kann er nicht. Okay, alles gut. Dann können wir hier schon mal die ersten Sachen stehlen. Wir haben hier ein bisschen Metallschrott. Hier liegt eine Leiche oder ein Junkie. Niemand weiß es so richtig. Wird man behaupten, dass es eine Leiche ist. Vielleicht noch nicht das edelste Gebäude, wo wir hätten einbrechen können. Warte, hier unten ist da auch noch was. Ein Dietrich. Nehmen wir mit. Und wir haben gerade gesehen, das Fenster konnten wir natürlich nur mit einer Brechstange öffnen. Eine... Ja, ein Detail, was ich gar nicht bedacht habe. Natürlich kannst du ein Fenster, ein handelsübliches Fenster, nicht einfach mit dem Dietrich öffnen. Jedenfalls von außen nicht. Es sei denn, da ist ein Schloss dran oder so. Okay, hier sehe ich noch nichts. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Und hier sehen wir... Leere. Das hat sich noch nicht so richtig gelohnt. Schwarzer Pfeffer, zumindest etwas. Ja, dann gehen wir auch da raus, wo wir reingekommen sind, denn wir haben ja auch eine gewisse Anzahl an Brechstangen nur dabei und die gehen kaputt, beziehungsweise können wir sie ja reparieren mit unserer Fähigkeit, die wir mitgenommen haben. Aber es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier einmal rausgehen. Der Hund ist hier hinten unterwegs, scheint mir ein... Ja, ich kann es nicht erkennen, was für ein Hund das sein soll. Auf jeden Fall leider kopiert. Es sei denn, es ist ein Hund, der spitze Ohren hat. Aber nee, hinten ist der Schwanz auch kopiert, alles klar. Aber bringt natürlich die Stimmung hier rein. So, wir gehen mal hier raus und gucken uns erstmal die Lage an. Hier ist auch noch ein Hund gewesen. Deswegen konnte ich dort nicht weitergehen. Gucken wir uns einmal an, was er hier macht. Er wird uns wahrscheinlich jetzt hier konfrontieren. Das ist auch der Fall. Vielleicht müssen wir dann doch hier hinten drüber springen. Und müssen einfach nur die richtige Zeit abwarten, dass der andere Hund uns in Ruhe lässt. So, ich speichere mal kurz ab mit F5. Ihr seht, das geht sofort. Es gibt keine... Speicherzeit oder so, das ist richtig cool. Hier ist der andere Hund. Was ist denn das hier für einer? Naja, es wird ein Dobermann sein. Ja. Ja, vollkommen kopiert leider. Aber wie gesagt, die Stimmung ist dann schon mal passend. Der Hund wird jetzt hier wahrscheinlich drehen. Nee, macht er nicht. Interessant. Kommen wir hier irgendwo rein? Eine gute Frage. Wir wissen ja leider nicht, welche Wege hier die Feinde gehen. Aber ich kann schon mal einstellen, dass er das hier aufbrechen soll. Ich kann ja jetzt hier im Auge behalten, wo die Feinde sind und wo sie lang gehen. Felicia ist keine Bedrohung, aber sie könnte eventuell schreien. Hier ist auch noch jemand. Ein normaler Bürger. Der jetzt schlafen geht. Dann können wir ihm wahrscheinlich mit Taschendiebstahl das eine oder andere rausnehmen. Wir sehen auch, wie gefährlich das hier ist. Also viele Feinde, die hier rumstolzieren. Wir nehmen noch ein bisschen Konserven mit, verdorbenes Gemüse. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir kriegen können.
So, der Bürger wird wahrscheinlich gleich wieder aufstehen, schätze ich mal. Okay. Wir haben jetzt hier auch Dietriche. Was machen die denn für Geräusche? Kleinere Geräuschradien. Ja, das ist deutlich besser mit so einem Dietrich. Guck mal. Da brauchen wir hier gar nicht aufhören. Das ist deutlich besser. Aber da kommt jemand. Gut, dass wir das gesehen haben. Dass hier noch jemand ist, der kommen kann. Okay, das ist jetzt schwierig. Weil die dürfen uns ja ebenso nicht erwischen. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier reingehen können. Ja, wir müssen uns beeilen. Und dann hier einmal... Oh doch, wir können hier irgendwas machen. Was ist denn das? Ist das Pfefferspray? Weiß es nicht. Ich gehe mal auf Taschendiebstahl. Okay, sehr gut, sehr gut. Und gehe hier nochmal raus. Mittlerweile müssten wir auch schon Upgrades machen können. Ja, wir haben hier einen Gehirnpunkt. Und mit diesem Gehirnpunkt können wir verschiedene Dinge tun. Grober Einbruch werden wir wahrscheinlich immer brauchen. Nee, wir können hier noch nicht skillen anscheinend. Das ist unser Tagebuch, das ist die Charakterübersicht. Okay, wir scheinen hier noch nicht skillen zu können. Okay, dann vergessen wir das, aber wir haben ja noch so einen Gehirnpunkt. Wir haben ja noch so einen Gehirnpunkt. Wie können wir das einsetzen? Ich gucke einmal ganz kurz. Wo wurde uns der angezeigt? Ich habe schon wieder verdrängt, glaube ich. Okay, weiß ich gerade nicht. Dann lassen wir das erstmal. Und gucken mal, ob wir hier wieder rauskommen. Weil er wird ja gleich wieder aufstehen. Und dann wird er hier auch rübergehen auf die Toilette. Und dieser Kollege wird dann ja hier wieder reingehen. Aber er geht ja erstmal runter. Dann lass uns mal versuchen, hier erstmal reinzugehen. Das ganz schnell zu looten, bis er wiederkommt. Was haben wir denn hier drin? Wir haben hier einen Hackbeil. Wir haben verdorbenes Gemüse. Wir haben noch mehr verdorbenes Gemüse, verdorbenes Fleisch. Ja. Ist jetzt natürlich alles sehr risky, was wir machen. Weil wir nicht wissen, wann er hier aus dem Keller wiederkommt. Und deswegen versuchen wir jetzt mal so schnell wie möglich hier wieder rauszugehen und hier hinten reinzurennen. Ja, und er hat es auch nicht mitbekommen. Sehr gut, er geht jetzt hier wieder rein. Und wenn er hier rauskommt, gucken wir nochmal kurz nach oben. Achso, der geht gar nicht in den Keller, er geht nach oben. Alles klar, wir speichern nochmal. Das hat sehr gut geklappt bis hierhin. Man könnte hier den Kleiderschrank noch öffnen. Und zwar, wenn er hier rausgeht, könnte man den Kleiderschrank öffnen. Wir wollen aber auch kein Risiko eingehen. Deswegen lassen wir das. Und dann gehe ich hier schon mal hoch. Und fange auch an zu rennen. Und hier gibt es tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten. Aber er wird, glaube ich, nicht hier in das verschlossene Zimmer reingehen. Jedenfalls pokere ich mal danach damit. Deswegen öffnen wir diese Tür, damit wir uns gleich hier drin verstecken können, falls er wieder hochkommt. Wenn er jetzt vor wieder hochkommt, dann haben wir ein riesiges Problem. Und er scheint hochzukommen. Das wird ganz, ganz knapp. Oh, das war knapp. Wir spielen auch schwer und er kommt rein. Und er ruft Hilfe. Wir haben ihm jetzt so eine Pfefferbombe hier reingeschmissen.
und gucken mal, ob wir uns verstecken können. Oh, das ist jetzt echt blöd gewesen. Gut, dass wir die Pfefferbombe haben. Wir nehmen mal den Hut. Das war blöd. Er hat gesehen, das war das Problem, das wusste ich nicht. Er hat gesehen, dass hier... Nein. Okay. Okay, er kann auch hier durch verschlossene Türen durchgehen. Das ist natürlich blöd. Er hat gesehen, dass die Tür offen war. Das war das Problem. Er hat gesehen, dass die Tür offen war. Dass wir das Schloss geknackt haben. Aus dem Grund ist er dann da reingegangen. Okay, sind wir schlauer geworden? Ich weiß jetzt natürlich nicht, was seine Agenda jetzt hier ist. Oder geht er hier immer rein? Ja klar, er kann natürlich durch verschlossene Türen gehen. Ist ja klar. Er hat ja den Schlüssel. Gucken wir mal, ob wir Taschendiebstahl hinbekommen. Und das hat funktioniert, aber wieder ganz knappes Ding. Und der hat eine Droge gedroppt. Okay, ein Junkie. Verstehe. Die Zeitung lesen wir mal nicht vor. Und dann warten wir nochmal kurz, bis er aufsteht. Beziehungsweise wir können ja hier schon mal anfangen, diese Tür zu knacken. Und dann schnell hier reinrennen. Das sollte nicht das Problem sein. Vielleicht sieht er das ja und läuft dann hier hin. Aber das ist kein Problem, weil wir können uns ja hier drin verstecken. Und dieser Ort scheint ja relativ sicher zu sein. Ja. Aber das hat er gar nicht mitbekommen. Wir hätten sogar weitermachen können, interessanterweise. Sehr schön. Dann gehe ich hier einmal rein und holen einmal alles mit und nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Hier auch den Smaragdwald. Und hier kann man auch nochmal was weiteres knacken. Da müssen wir natürlich sehr aufpassen, dass er nicht wieder hochkommt. Weil er wird wahrscheinlich auch hier sehen, dass das Schloss geknackt wurde. Wir haben mittlerweile jetzt auch genügend Geld geholt in dieser Mission. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber wir versuchen das natürlich noch ein bisschen weiter zu treiben. Was gibt es denn hier noch für Gebäude? Es gäbe noch 3 weitere Gebäude. Okay, das ist spannend. Das ist spannend. Speichern nochmal kurz. Und er hat es nicht mitbekommen. Okay, dann hat er es nur bei seinem eigenen mitbekommen. Da könnten wir noch seinen Schrank aufsperren. Das machen wir auch noch. Dann haben wir hier noch ein bisschen Wodka. Dann haben wir hier noch ein bisschen Bier. Und das wäre das Fenster, da will ich auch nicht raus. Okay, cool. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein, aber es gibt hier Dinge. Also es muss einen anderen Weg geben, hier reinzugehen. Und zwar hier rüber, schaut mal. Einfach hier mit der Brechstange. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Ich hoffe, jetzt kommt hier auch keiner. Hier liegt auch nochmal eine Brechstange. Ich glaube, man kann hier durchschauen. Ich glaube, man kann hier durchschauen. Ja, das heißt, wir gehen hier nochmal rein. Weil ich nicht weiß, wie es hier aussieht mit diesen Leuten. Ob die hier oben rauf gucken können. Das heißt, wir haben diesen Kleiderschrank noch und dieses Zimmer noch, was wir mitnehmen wollen. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir hier hinten? Einen gelben Umschlag. Okay, also es gibt auch viel zum Rätseln und zum Herausfinden und zum Machen und so weiter und so fort. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt hier nochmal raus. Die haben nämlich gerade ihre Runde hier gedreht. Nein. Aber es scheint mir so zu sein, dass wir nicht gesehen werden hier oben. Okay, alles gut. Gucken dennoch einmal durch.
Und dann sollten wir hier wieder mit der Brechstange rangehen können. Vielleicht kurz abbrechen, wegen dem Wachmann. Wir können jetzt wieder weitermachen. Ja, sehr gut. Der Hund kommt, aber hat geklappt. Okay, und da drin sind wir auch erstmal sicher. Weil er wird ja auch nicht hier reinkommen. Wir bekommen ein Stück Papier. Fragmentarische Einträge aus einem persönlichen Tagebuch. Ich denke, das Beste, was man in dieser Situation tun kann, ist Selbstmord zu begehen, bevor man gefesselt wird. Diese endlosen Tage der Folter sind es nicht wert, sie zu ertragen. Sind diese Quälereien also in Zukunft notwendig, wenn sie nichts ändern? Und hier sehen wir, dass er sich erhängt hat. Aber hier gibt es noch einen weiteren Schrank, wo wir ran können. Hier gibt es auch noch einen Dietrich. Also ein paar Sachen können wir hier noch machen. Aber hier können wir wirklich auch laut sein. Das ist ja wirklich egal. Weil es sollte ja keiner irgendwas sehen können. Diese Brechstange wollen wir auch noch mitnehmen. Weitere Lebensmittelmarken. Also das Geld haben wir jetzt schon bei weitem geholt. Und theoretisch haben wir damit die Mission auch schon abgehakt. Wie würde ich zu diesem Rohr gelangen? Das ist eine gute Frage. Hier, über dieses Gebäude. Und hier sind wir dann auch durch, oder? Ich glaube ja. Wir nehmen mal die Treppe. Manch einer würde es auch als Leiter bezeichnen. Und hier ist ein Gerüstbau. Und dann laufen wir mal hier hinter die Räder. Sehr schön. Und gucken mal, ob wir hier in dieses Gebäude reinkommen. Guck nochmal ganz kurz auf die Karte. Also in dieses Gebäude können wir rein, in dieses hier nicht. Okay. Und dann gucke ich mal, ob wir hier das nochmal aufbrechen können. Es ist ja niemand in der Nähe, dann können wir ruhig laut sein. Ja, ist keiner in der Nähe. Da können wir wirklich laut sein. Hier ist ein Hund, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen, aber es sollte eigentlich reichen. Ich speichere auf jeden Fall nochmal. Und was haben wir? Ganz viel. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. Okay, hier sind ein paar Bettler. Das ist aber okay, dass die da sind. Ich weiß jetzt nicht, wie der Hund patrouilliert, aber das scheint in Ordnung zu sein. Wir kommen hier aber nicht rein in das Gebäude. Wir müssen über die andere Seite anscheinend rein. Wir gucken nochmal kurz rauf. Also wir können hier wieder verschwinden, das könnten wir auch jetzt schon tun. Oder wir gucken uns noch die weiteren Gebäude an. Da müssen wir irgendwie außen rum gehen, leider. Okay, dann müssen wir leider dem Hund hinterher. Aber wir laufen hier erstmal nochmal hoch und klettern hier nochmal hoch. Damit wir hier auf der richtigen Seite sind. Und es gibt hier auch noch diesen Gerüstbau. Müssen wir uns auch gleich nochmal anschauen, was man mit dem noch machen kann. Alles in Ordnung soweit. Wenn er jetzt hier gleich vorbei ist, können wir mal schauen, ob wir mit dem irgendwas machen können. Ah, wir können hier rüber. Alles klar. Dann war es gar nicht so, wie ich dachte, dass man hier aus dem Fenster hier rauskommt, sondern man kommt von hier überhaupt erst ins Fenster rein. Okay, das ist cool. Gelber Umschlag. Der Umschlag hat es geschafft, nass zu werden und auseinanderzufallen, sodass es nicht schwierig ist, den Inhalt zu lesen. Verdacht auf Lagerung von Fremdwährung. Er hat sich in einer Bar betrunken und sich obszöner Ausdrücke bedient und damit eine unverzeihliche Beleidigung für die Mitglieder des obersten Ausschusses verursacht. Die Fenster seiner Wohnung blicken auf die Käsefabrik, die potenzielle Möglichkeit, ein strategisch wichtiges Objekt zu fotografieren. Okay, interessant. Also wir sind hier wirklich bei ekelhaften Stasi-Methoden oder anderen totalitären Methoden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kommt jemand
und hat uns gehört. Und wir müssen rennen. Und wir können nicht so richtig rennen. Aber es sieht noch in Ordnung aus, weil wo sollen jetzt Feinde kommen? Von wo soll er denn jetzt kommen? Und wie soll er uns zur Rechenschaft ziehen? Ja, hier kommt keiner. Alles gut. Hier oben sehen wir die Alarmanzeige. Die ist schon ziemlich weit. Eigentlich sollten wir die nicht weiter beanspruchen. Das ist ein Problem. Dennoch würde ich dieses Gebäude wenigstens noch mitnehmen. Ach, das ist dieser Obdachlose. Bewegt er sich auch nochmal? Also, wir haben es hier auf jeden Fall mit einem totalitären Regime zu tun. In welcher Anlehnung das ist, habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden. Es fühlt sich aber nach Kommunismus an. Kann in der Theorie aber auch vieles anderes sein. So, das Fenster ist offen. Und er dreht seine Runde. Und geht da ins Gebäude rein. Okay, aber wir kommen da leider nicht raus. Das hier ist verschlossen. Interessant. Das ist verschlossen. Ist diese Tür auch verschlossen? Nee. Liegt denn hier irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Nee. Also wir müssen hier tatsächlich rein. Müssen das wahrscheinlich in mehreren Touren machen. Und dann hier mit dem Dietrich arbeiten. Oder ihm halt was stehlen. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. So. Ja, das funktioniert. Schnell raus. Ja, war knapp. Und er hat jetzt natürlich einen Verdacht, schätze ich mal. Nee, hat er nicht. Okay, er hat nicht mitbekommen, dass die Tür aufgebrochen wurde. Interessant. Ich mag aber sehr diese ganze Dynamik und Vielfalt hier in dem Spiel. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Okay, hier gibt es noch eine Wodkaflasche. Lohnt es sich, diese Tür zu knacken für die Wodkaflasche? Ja, ich denke, hier wird es nicht viel zu holen geben. Wir haben ja eigentlich schon alles geholt. Aber es geht hier auch tatsächlich nicht mehr runter, interessanterweise. Warum ist der Alarm gerade so, wie er ist? Habe ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden? Wir könnten jetzt aber theoretisch mit ihm mitgehen und ihn ausrauben. Ne, hier können wir nicht mitgehen, weil diese Tür für uns tabu ist. Okay, dann gehen wir hier nochmal ran mit dem Dietrich. Müssen wir auch, weil er sonst hört, was wir machen. Und da müssen wir uns sehr beeilen. Aber jetzt sollten wir ihn ausrauben können. Versuchen das mal einzustellen. Hier auf Rauben zu gehen. Okay, er hat nichts. Jetzt stehen wir natürlich direkt neben ihm. Unglücklicherweise. Aber das scheint soweit noch zu funktionieren. Es hat aber Lärm gemacht. Wir gehen raus und raus und raus und raus und raus und alles scheint sich wieder beruhigt zu haben. Okay, nicht der Schlauste. Aber er muss doch zumindest eigentlich von der Logik her einen Schlüssel haben. Er muss ja eigentlich einen Schlüssel haben, damit er hier durch die verschlossene Tür durchkommt. Na gut, können wir ihm nicht wegziehen. Aber diesen Schrank, den holen wir noch. Den holen wir noch. Da lassen wir uns nicht lumpen. Okay. Und da
gehen wir jetzt ran und den sollten wir jetzt ausrauben können. Wir haben ja auch noch Pfefferbomben für den Notfall. Da können wir hier einmal alles mitnehmen. Verstecken uns hier nochmal. Verstecken uns. Oh, wir können nicht mehr tragen. Wir können nicht mehr tragen. Wir haben zu viel Gewicht. 0,3 zu viel. Jetzt wird er uns entdecken, leider. Ja, was ist denn... Was ist denn wenig wert? Der Umschlag, er wiegt aber auch nichts. Aschehäufchen ist wenig wert. Dietrich ist wenig wert. Das verdorbene Gemüse. Schmeißen wir mal weg. Aber er wird uns jetzt entdecken. Weil wir nicht schnell genug wegkommen. Oh, das war knapp. Das haben wir hinbekommen. Okay, alles super. Alles super. Was wir jetzt hier nochmal versuchen, ist einmal mit der Brechstange. Ja, die Gasmaske würde ich schon gerne holen. Müssen wir noch einmal ran. Dann holen wir uns einmal die Gasmaske. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wenn wir uns die nochmal schnell holen. Wunderbar. Wir gehen hier durch. Holen sie uns direkt. Sollten jetzt noch 0,2 Platz haben. Eben hatten wir 0,3 zu viel. Jetzt haben wir 1 Kilo abgeworfen. Haben etwas aufgehoben, was 0,5 viel wiegt. Demnach müssten wir unterm Strich noch 0,2 übrig haben. Das hier sieht nicht ganz so gesund aus. Kommen wir von hier irgendwo hin? Ja, wir könnten hier einbrechen. Das wäre der letzte Ort. Und wir haben eine Gasmaske gefunden. Ich speichere nochmal. Eine Gasmaske gefunden. Wir gehen hier jetzt natürlich nochmal rein, um das optionale Ziel mitzunehmen. Aber wir haben jetzt alles geholt, was wir holen konnten. Gasmaske. Kann ich die aufsetzen? Wegen des Mangels an Ressourcen werden solche Gasmasken aus Teilen von Autoreifen genäht und der Körper einer nicht explodierten hochexplosiven Mine dient als Filter. Billig, aber effektiv. Aber ich kann die jetzt nicht aufsetzen oder so. Gucken wir mal, was das Spiel sagt, wenn ich jetzt hier reingehe. Okay, ist nichts. Ist alles in Ordnung. Okay, dann gehen wir hier auch nochmal rein. Und brechen das immer auf. Dann sind wir in alle verfügbaren Häuser eingebrochen. Was ziemlich cool ist. Und haben jetzt auch keinen Platz mehr. Haben deutlich mehr gestohlen, als wir stehen mussten. Also diese Mission haben wir mehr als gründlich fertig gemacht. Das finde ich sehr, sehr schön. Was? Seht aber noch nicht. Ah, weil wir jetzt in dem Gebäude sind, was eigentlich nicht betretbar ist. Diese Gebäude fehlen noch, alles klar. Aber wir können halt nichts mehr tragen. Das würde... Also, wir könnten jetzt das zusätzliche Ziel bedienen, aber ihr kennt mich ja auch. Ich bin kein 100% Spieler, sondern eher jemand, der auch Roleplay-mäßig gerne unterwegs ist. Okay, alles klar. Der ist flüchtig, keine Bedrohung. Hat ein bisschen Angst. Und wenn wir jetzt hier wirklich sehen, dass es gar keinen Grund gibt, in diese anderen Häuser einzubrechen, weil wir keinen Platz mehr haben, ja, dann ist es ja sehr sinnbefreit. Was ich nochmal abwerfen werde, ist, sind Sachen, die jetzt nicht so viel Wert haben. Wie zum Beispiel hier das Gemüse nochmal. Das kommt nochmal weg. Wieder 0,8 Platz, aber da ist noch ein Hackeball für 10 Dollar. 10 Dollar auf 1 Kilo. Ich guck mal, ob wir das irgendwo besser hinbekommen. Ja, das Bier. Das Bier bringt 6 auf 1 Kilo. Das ist ziemlich schlecht. 8 auf 1,5. Wir schmeißen mal ein Bier weg.
damit wir das Hackebein noch mitnehmen können. Das ist nämlich vom Gewicht und Outcome ein bisschen sinnvoller. Und wir fragen ihn mal, was er hier zu tun hat. Er fragt uns, wer wir sind. Er ist nervös und er lebt hier. Okay, sehr cool. Er ist ein herumstreuender Mann. Er sagt, hier ist es relativ sicher. Er ist höchstens mal ein Streifenpolizist und wir zeigen ihm mal den Umschlag. Und ja, das braucht er auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch. Ja, wir wollen jetzt hier nicht großartig Freunde treffen. Wir wollen das hier Roleplay-mäßig auch halbwegs durchführen. Ich habe keine Lust, dass es Zeugen gibt. Denn wenn der hier erstmal gefoltert wird, der wird uns verraten. Da bin ich mir sicher. Und dann gehen wir dahin, von wo wir gekommen sind. Und machen uns auf den Rückweg. Wie gesagt, es gibt noch zwei Häuser, wo wir einbrechen könnten. Das zusätzliche Ziel bringt uns nichts. Das ist einfach nur für Achievement Hunter. Das sind wir aber nicht. Wir wollen einfach nur Spaß haben und es authentisch spielen. So, kommen wir hier runter? Ist das... Das ist die Frage. Nee, wir müssen hier tatsächlich wieder durch. Wir haben ja alles aufgeschlossen, von daher ist das kein Problem. Er geht hier rein, wir gehen hier durch. Alles wunderbar. Und dann gehen wir hier wieder durchs Fenster durch. Und gehen den Weg zurück, wie wir reingekommen sind. Und sehr schön. Dann machen wir uns auf den Weg. Wir sind hier auch schon bei 90% Raubalarm. Also da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Aber das sieht alles gut aus. Ich speichere nochmal kurz. Und wir gehen hier die Treppe, sage ich jetzt auch schon, die Leiter runter. Und gucken mal, ob wir hier hinten rüber gehen können. Was sagt der Hundi hier? Der Hundi sagt, noch nicht. Gibt es hier denn noch ein Hundi? Nein. Wir warten nochmal kurz und können jetzt hier rüber. Sehr schön. Und nehmen hier auch den langen Weg, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Und laufen jetzt nicht in sein Sichtfeld rein. Aber hier können wir jetzt laufen, das sollte okay sein. Und hier hat der Hund uns aufgespürt anscheinend. Durchs Rennen vielleicht? Nee, nur geahnt. Nur eine Vorahnung gehabt. Genau, und hier kommen wir auch ganz easy wieder raus. Okay, wunderbar. Wir wissen, hier ist noch eine Wache. Das soll uns aber nicht großartig stören, denn wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Raubüberfallstatistik, Schlachthofviertel. Wir haben 25 Minuten gebraucht, haben $299 bekommen, 3 von 6 Notizen gelesen, 95% Alarmstufe. Leider einmal mussten wir angreifen. Da bekommen wir 3 von 5 Sternen, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Wir bekommen Schlösser öffnen, grober Einbruch. Schlösser öffnen ist wahrscheinlich mit Dietrich. Grober Einbruch, Taschendiebstahl, diebisches Geschick und Raider-Fähigkeiten. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit unserem Angriff. Brechen alle verfügbaren Häuser ein, haben wir nicht gemacht. Wunderbar. Die Aufgabe wird beendet. Wir sind zurück in den Slums und werden in der nächsten Folge weitermachen mit der nächsten Mission. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht mit euch. 2 Folgen werden definitiv noch kommen. Und wenn ihr die sehen wollt, auf der rechten Seite blende ich, sobald die 2. Folge online ist, die Playlist ein. Und hier links kommst du zu weiteren Angespielt-Formaten von 9 kleineren und auch größeren Spielen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Lass mir gerne noch ein Abo da und dann sehen wir uns auch das nächste Mal ganz bestimmt wieder.